Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Uns geht's auf jeden Fall gut. Wir waren gestern mit Jaylen endlich mal Schuhe kaufen und die zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe mir das so lange schon vorgenommen, aber immer irgendwie kam immer was dazwischen. Aber gestern war wieder mal so ein Bombenwetter und ich wollte sie mit ihren Stiefeln, ihre Botten hier nicht mehr rumlaufen lassen und dann waren wir einmal los. Und zwar sind das einmal die hier geworden. Einmal die Nikes, die haben 17,90 € gekostet, die waren runter reduziert. Und dann haben wir nochmal welche für 22,90 € geholt. Und einmal, das sind einmal die Adidas Schuhe hier. Jetzt hat sie erstmal zwei Paar Schuhe, in den einen hat sie Größe 23,5 und in dem anderen hat sie wirklich schon 24. Ja, schwankt ja immer so mit den Schuhgrößen. Ja, da war ich auch noch mal so ein bisschen los gewesen. Und zwar habe ich das letzte Paket bekommen. Das habe ich bei einer anderen Mama nämlich auch gesehen. Und da war ich jetzt auch noch mal los und habe mir Bindo Color mitgenommen für 5,99 € bei Rossmann. Das war das letzte Paket. Bei meinem Rossmann zumindest. Und ja, da will ich mich auch noch ein bisschen mit begnügen, beziehungsweise ich habe mich schon ein bisschen dran begnügt. Und zwar habe ich schon einen Hasen gestern gemalt. So, der kommt ans Fenster. Was ich auch noch machen wollte, sind diese Vordrucke. Hier sind ja so Vordrucke, so Motive schon. Auf so einem ganzen Zettel, da ist ja ganz viel drauf. Ich wollte mal gucken im Internet, ob ich mir da auch noch was ausdrucke. Und dann habe ich nämlich noch meine Kreidestifte für die Fenster zum Bemalen. Vielleicht wollte ich das auch an den Fenster noch machen. Und genau, dann habe ich nochmal aus dem 1-Euro-Laden bei uns einmal Ostereier mitgenommen. Das haben wir auch noch gemacht. Und ich glaube, ach ja, und dann habe ich noch, ich konnte nicht widerstehen, für Jayla nochmal so eine Puma-Söckchen mitgenommen. Die fand ich auch so süß. So, das ist auf jeden Fall das. Mehr habe ich euch gerade gar nicht zu zeigen, was wir sonst noch so besorgt haben. Nee, das war das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch heute wieder so ein bisschen in meinem Alltag mit. Und ich wünsche euch viel Spaß. Gerade schon mal das Mittagessen ein bisschen vorbereitet, weil ich gleich Besuch bekomme. Und dann habe ich schon mal die Kartoffeln geschnippelt. Und zwar gibt es heute Kartoffelmus mit, wie hießen die nochmal? Backfischstäbchen, die schmecken echt lecker. Sogar ein bisschen besser als Fischstäbchen. Hier sind meine Kartoffeln. Die habe ich jetzt erstmal im Wasser drin. Und hier sind meine Backfischstäbchen drin. Die räume ich jetzt ins Gefrierfach hier bei uns in die Küche, weil ich habe das unten aus dem Keller geholt, aus dem Gefrierfach. Dann habe ich das nämlich auch schon mal hier oben. Jayla nascht gerade Weintrauben. Schmecken die gut? Ja, ne? Die sind lecker, ne? Oder? Und wo ist dein Bruder? Da. Ah, hier ist dein Bruder. Ja, hallo Sammy. Der hat richtige Wachphasen momentan. Mama, ich kann ein Lied hören. Ja, wollen wir gleich noch ein Lied hören? Ja. Was denn? Ja, bitte. Was wollen wir denn hören? Wolf. Wieder Tiergeräusche? Guten Abend, meine Lieben. Wir haben es jetzt mittlerweile schon ein bisschen später. Ich hatte jetzt heute irgendwie einen halben Tag Besuch gehabt und alles. Jaylen schläft jetzt. Der Kleine versucht auch gerade einzuschlafen. Aber ich wollte euch nochmal was zeigen. Und zwar habe ich euch ja mein Backblech gezeigt. Wie schlimm das aussah. Und das habe ich jetzt auch auf der anderen Seite mal einwirken lassen mit meinem Provinzzeug, was ich mir ja ausgeliehen hatte von meiner Schwester. Ich zeige euch das mal. So sieht das jetzt nämlich von der Rückseite aus. Das wollte ich jetzt einmal sauber machen. Bin ja mal gespannt, ob das wegging. So Leute, guckt euch das mal an. Einmal komplett sauber mit Provin. Das ist doch echt super, oder? Alles sauber. Einmal hier und das hatte ich euch ja das letzte Mal gezeigt. Das ist ja die Vorderseite. Und das sieht echt aus wie neu. Hier ist es halt ein bisschen, also hier ist das abgesprungen. Also das ist kein Schmutz mehr. Seht ihr das? Da, das ist ab. Aber sonst
Jetzt will ich das Gitter nochmal machen. Und die Seiten nehme ich auch nochmal raus beim Backofen. Die werde ich nämlich auch nochmal neu machen. Sieht aus wie neu. Das Zeug kann man ja für alles benutzen. Vielleicht sogar für den Herd. Aber der Herd ist eigentlich sauber, da brauche ich das alles gar nicht benutzen. Aber so mein Backblech ist echt sauber, super. Das ist keine Werbung oder irgendwas. Ich sag selber von mir aus, dass das echt super ist, das Zeug. Ich habe es mir selbst von meiner Schwester nur ausgeliehen. Aber ja, also ich glaube, mal auf so eine Provin-Party zu gehen oder mal eine zu schmeißen vielleicht sogar. Weil ich bin echt begeistert von dem Zeug. Ja, super. So, jetzt machen wir auf jeden Fall langsam auch Bett fertig. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das habe ich seit irgendwie seit 2-3 Tagen. Ich weiß nicht, das ist kein Pickel oder so. Ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt auch langsam Bett fertig. Dann gucke ich mir noch selber ein paar Videos an. Und dann gehe ich ins Bett und bis morgen.